Hallöchen, ich wurde in letzter Zeit öfters mal gefragt, wo ich denn mein Rüstungsset her habe, beziehungsweise was das für eins ist. Ja, und wenn dann dachte ich mir, dann kann ich mir auch direkt ein Video dazu mal erlauben. No, dann zeige ich euch, wo ihr was bekommt. Und ich hoffe, die Fragerei hat mal ein Ende. Na gut, wir befinden uns gerade hier. Das ist in Limgrave. Ihr seht hier, wenn ihr den heiligen Turm von Limgrave habt, hier die Brücke, hier sind Grays, ich wollte schon sagen Leuchtfeuer, die heiligen Brücke, da geht er rüber, hier ist ein Händler. Was bekommen wir bei dem Händler? Die Banditenmaske. Die gibt's hier. Dass ihr mir das auch glaubt, man möchte ein glaubhafter Guide sein. Hier, bitteschön. Die ist auch ziemlich günstig mit nur 1500 Runen. Hat okay Werte. Ich frage mich zwar auch, warum das Ding 3 Kilo wiegt. Es gibt Helme, die wiegen weniger, aber muss wohl Stahlstoff sein oder so. Nun gut, dann hätten wir hier schon mal den ersten Teil. Ich entschuldige mich, ich habe in letzter Zeit ein bisschen anderes Spiel gespielt. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen zurechtfinden, wo ich hier was jetzt für Knöpfe drücken muss. Dann kommen wir zu dem nächsten Teil. Das sind die Stiefel. Ja, ich werde mir das Beste bis zum Schluss aufheben. Die Stiefel bekommt ihr in Rhea Lucaria. Lass mich mal kurz nachdenken. Ich glaube, das müsste Kirche des Kuckucks sein. Das ist der schnellste und leichteste Weg. Wieso Kirche des Kuckucks, würde ich diese fragen? Ja, genau. Wir machen den langen Weg. Warum den langen Weg? Das ist vielleicht für Leute, die zum ersten Mal hier sind, interessant. Ja, wir rennen hier durch. Kirche des Kuckucks über den Friedhof. Ich werde den Namen der Stiefel am Ende jetzt noch nennen, wenn wir die Stiefel einmal gefunden haben. Ich weiß sie nämlich gerade nicht auswendig. Irgendwas mit karianische irgendwas. Nennen wir es jetzt einfach mal die Karianische irgendwas Stiefel. Naja, wir laufen hier hoch. Hüpfen an dem hier vorbei. Hier durch dieses Tor. Und da halten wir uns rechts. Hier entlang. Da entlang. Einmal hier runter jumpen. Dann landen wir hier. Schöne Aussicht. Und dann kommen wir hier zu einem Grab. An dem Grab hier findet ihr das komplette Set. Hoppala, mein Führer, du lebst doch noch. Genau, da gibt es das komplette Set. Ich bin nur gerade ein bisschen paranoid. An diesem hier. Ich glaube, das liegt dann genau hier. Man kann es gar nicht übersehen. Das wäre dann die Karianischen Ritter, Karianische Ritterbeinschutz. Ihr findet hier das komplette Karianische Ritterset. Das, wenn ihr wissen wollt, es ist hier für Leute, die Dark Souls gespielt haben, das ist das Elite-Ritterset quasi in hübsch. Okay, dann hätten wir den Beinschutz. Kommen wir zum letzten Teil. Und zwar Armschienen und Brustschutz sind vom selben Set. Dazu gehen wir hier nach Ordina statt der Liturgien. Und wenn wir dann hier sind, ich muss gleich vorweg sagen, ja, ich weiß, es sieht ganz cool aus. Und ich finde hier, der Beinschutz passt irgendwie optisch da ganz gut dazu. Wenn ihr Armschutz und Rüstung haben wollt, ich habe explizit diesen Armschutz, denn, muss ich empfehlen, wenn ihr etwas anderes anzieht wie Handschuhe, dann krempelst du die Arme nach oben. Und das sieht halt mal ganz schnell scheiße aus. Deswegen habe ich ganz, ganz sowas. Ihr müsst halt durchprobieren. Bei manchen Handschuhen geht es auch hier, aber das sieht auch ein bisschen seltsam aus, weil, ja, wie so Hochwasserhandschuhe, ihr wisst, was ich meine. Das sieht halt nicht gut aus. Deswegen explizit das hier. Sieht aus wie ein bisschen verlängerter Arm. Finde ich schick. Okay. Sowohl blau-silberne Armreife und blau-silberne Kettenrüstung bekommt ihr hier. Von hier aus wollt ihr zu diesem Hang hier? Hier sind diese Albinaurig-Weiber mit Pfeil und Bogen. Es ist die Hölle zum Farmen, ja. Es ist furchtbar. Vielleicht werde ich jetzt dabei sogar drauf gehen, weil ich muss es nicht anlegen. Ich zeige nur, wo es bekommt. Und es ist ein Ultra-Rare-Drop.
Das komplette Set ist schweineschwer zu bekommen. Also ich empfehle, wenn ihr es schon farmt, dann legt alles an, was euren Fund irgendwie erhöht. Sei es jetzt Silberskarabäus, irgendwas, warum habe ich denn den equipped? Alles halt eben, was euch irgendwie Itemfund gibt. Von dem Grace hier aus könnt ihr einfach hier geradeaus hier runter. Und da vorne seht ihr schon die ersten. Die sind echt zäh, genau wie diese dusseligen Wölfe. Wenn man so blöd ist wie ich, trifft man nicht mal was auf 2 Meter Entfernung. Und ihr seht ja, ich bin jetzt schon fast am krepieren. Es ist Kotze. Es ist das Schlimmste, was man sich antun kann. Aber es sieht halt gut aus. So, weg. Genau, hier. Au. Und sie haben halt unfassbare Range. Also, aua, die eine von da drüben kann bis hier rüberballern. Da, Schluck. Die Freuden der Pyromantie. Lebst du noch? Oh, Entschuldigung. Besser? Oh, du lebst ja auch noch. Schluck. Habt's nicht so mit Feuer, hm? Ich würde mich jetzt hinknien, wenn ich tatsächlich einen Teil der Rüstung bekommen würde. Jesus, Maria und Josef. Es ist aber wirklich ein Ultra-Rare-Drop, glaubt's mir. Ich habe euch nicht angelogen. Das ist Vorführeffekt. Ich habe es ja von vornherein gesagt, ich lege es nicht drauf an, aber wow. Na gut, und dann, das ist hier dieses Set. Das ist. Ich hatte da einen Pfeil im Herz stecken. Ach, wie romantisch ist das denn? Ja, das wäre dann hier das Set. Ihr habt es jetzt gesehen. Mein kleiner Tipp: Legt euch nicht mit denen da an auf dem Wolf. Es dauert ewig, die zu killen. Es ist gefährlich. Ihr tut euch leichter, wenn ihr nur die da, die am Boden knien macht. Ja, dann gutes Gelingen, viel Glück beim Farmen und viel Spaß mit meinem Set. Also, tschüss.